So, meine Lieben, nächste Station. Jetzt sind wir mitten im Freudental. Da ist der Zauberbach. Hier ist er ein bisschen schmaler. Aber es ist jetzt nicht Lupas Station, sondern meine. Und zwar, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da hinten. Die Gebäude stehen seit Jahrzehnten leer und vergammeln. Das heißt, hier Grube Apfel. Grube wegen Bergbau, Apfel weiß ich nicht. Vielleicht standen hier früher viele Apfelbäume. Ich sehe keinen mehr. Ist ja auch lange her mit der Grube Apfel hier. Auf jeden Fall, ich werde eine Stiftung gründen. Die wird alles Goldfisch heißen. Und die wird sich um Lebewesen in der ganzen Welt kümmern. Und das hier wird mein erstes Projekt. Wenn ich genug Geld zusammen habe mit der Stiftung, wo ihr gerne dann irgendwann mal hinspenden könnt. Ich tue übrigens von jedem verkauften Goldfischbuch 3 € in die Stiftung rein. Für jedes verkaufte Buch 3 € netto. Und dann kaufe ich das hier. Und dann kommt hier ein Streichelzoo hin. Ich werde das renovieren. Die Kinder, die Eltern können mit ihren Kindern hier Pause machen beim Spazieren gehen. Können bei mir einen Kaffee trinken oder sonst was. Oder eine Cola oder einen Kakao. Und hier wird überall Streichelzoo sein. Gnadenhof für alte Tiere. Gänse, Esel, Schafe, Ziegen. Und natürlich Lupa, Lilly und Louis. Meine Tiere. Die Goldfische kann ich leider nicht mitnehmen, weil wenn ich die in den Zauberbach schmeiße, dann sind die weg. Ist auch nicht erlaubt, glaube ich. Naja, auf jeden Fall freue ich mich ja schon drauf. Ich muss das natürlich einzäunen hier. Aber alle Tiere, die ohne Zaun rumlaufen können, werden hier so rumlaufen und alle Kinder können die anfassen. Das wird schön. Das wird auch nicht lange dauern. Ich muss nur das Geld zusammenkriegen. Ich weiß nicht, ob man das kaufen kann oder wem es gehört. Ich glaube, der Stadt oder der Kirche. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das mein nächstes Projekt. Oder überhaupt mein Projekt, um meine Stiftung in Anschub zu bringen. So, weiter geht's zum Lupas Lieblingsreutental, Zauberbachplatz. Der absolute Lieblingsplatz, der ist auch noch ein paar Minuten weg, deswegen mache ich jetzt wieder aus. Bis später.